Ein neuer Banner ist am Start und heute schauen wir uns an, ob ihr eure Dragonstones dort ausgeben solltet. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video rund um Dokkan Battle, wieder so ein Solltet ihr Summonen Video. Wir gehen gemeinsam die Karten in dem neuen Dokkan Festival Banner durch und am Ende machen wir noch einen kleinen gemeinsamen Multisummon. Ihr könnt Singlesummon mitmachen, worauf ihr auch immer Lust habt. Dieser Banner ist angekündigt worden über Facebook vor, ich glaube, 2 Tagen. Und ich habe mir gedacht, okay, das dauert bestimmt noch eine Woche, bis der kommt. Aber nein, heute Morgen mache ich mein Handy an und auf einmal ist er schon da. Da dachte ich mir, mache ich doch gleich ein Video dazu. Wenn ihr Bock habt, dass ich auch die Events mache, schreibt es gerne unten rein. Dann werde ich die vielleicht noch bis zum Wochenende machen und dann schon mal vorbereiten. Also, Dokkan Festival Banner, viele haben sich darauf gefreut. Und in diesem Banner ist auch ein Charakter, den alle gefragt haben, wann kommt der wieder? Ich habe ihn nicht oder ich brauche den für Dupes. Das ist natürlich für G2Blue. Und wir gehen erst einmal ganz kurz gemeinsam durch, was gibt es in diesem Banner. Und am Ende ist es natürlich die Frage, lohnt es sich gerade für Free-to-Play-Spieler dort Steine zu investieren? Also, wir fangen mal mit dem ersten an und wie letztes Mal habe ich auch so ein bisschen was vorbereitet mit den Artworks, den Passives und so weiter. Das heißt, wird ein etwas längeres Video, aber ich mag es euch so viel Informationen wie möglich zu geben, damit ihr dann selber entscheiden könnt, okay, passt es nicht. Ich gebe euch nur einen Rat, ob ihr dort investiert oder nicht, ist natürlich immer eure Sache. Fangen wir mit der ersten Karte an. Es ist ein sehr Trunks-lastiger Banner und das ist der Super Saiyan Trunks Future, The Future's Last Hope. Einheit, die auch Dokkan Awaken ist, also deswegen dieses Event mit Trunks müsst ihr machen, um ihn halt Dokkan Awaken zu können für die Medaillen. Leader Skills, Super Type HP, Angriff und Verteidigung plus 60. Also, ich glaube, das nennt man Demigod, weil es eben kein Key dazu gibt, aber eben ziemlich viel Leben, Verteidigung und Angriff, so rum. Super Attacke Gallic Gun macht Schaden und verringert die Verteidigung. Und als Passiv hat er noch, dass er alle Strength Keys, also alle roten Bubbles, zu Int Keys wechselt und sein Angriff plus 12 ist pro Int Key, die er genommen hat. Bedeutet, das ist ein Nuker. Umso mehr Int Bubbles er oder Int Sphären er bekommt, umso mehr Schaden wird er machen. Und es ist halt ein Orb-Changer, bedeutet er wechselt Orbs. Gerade für ein Mono-In-Team eine ziemlich coole Einheit. Link-Skills, Super Saiyan, Golden Warrior, Vegeta Family, Messenger from the Future, Dismal Future und Prepared for Battle. Prepared for Battle immer super geil. Das heißt, von den Link-Skills her eine ziemlich coole Einheit. Auch vom Passiv her könnte eine gute Ergänzung zu einem, ich sag mal, ein Super-Mono-Team sein. So, ihn können wir natürlich Dokkan awakenen. Dann wird der Super Saiyan Trunks Future, Blade of Hope and Dreams. Ihr wisst ja, mit diesem Schwert, wo keiner eine Ahnung hat, wo es eigentlich hergekommen ist. Die Spirit Sword Schwert, oder das Spirit Sword Schwert. Leader-Skills verändert sich ein bisschen. Super Key plus 1. Das heißt, alle Supertypen bekommen Key plus 1, Leben, Angriff und Verteidigung plus 70%. Superattacke ist Final Hope Slash, causes immense damage to enemy and greatly lowers defense. Bedeutet, er macht guten Schaden und verringert die Verteidigung des Gegners nochmal um ein Vielfaches. Link Skills, Super Saiyan, Golden Warrior, Vegeta Family, Messenger from the Future, Dismal Future, Prepared for Battle und Fierce Battle, wie die meisten Dokkan Awakening Einheiten haben. Diese Karte ist eine ziemlich coole Karte. Heißt, wenn ihr kein gutes Int-Superteam habt oder grundsätzlich ein gutes Int-Team, könnte das etwas sein, was ihr haben wollt. Die nächste Karte ist die, worauf sehr, sehr viele sich gefreut haben. Ich glaube, so das Pendant zu der Trunks-Karte. Und zwar eine Extreme-Type-Karte, und zwar Fusion Zamasu. Die meisten nannten ihn Merge Zamasu. Er wurde aber für uns Fusion Zamasu übersetzt. Bringer of Light. Also, auch Dokkan Awaken, es gibt ein zweites Event, wo ihr eben gegen Fusion Zamasu kämpft und dort die Medaillen sammeln könnt. Sein Leader Skills, Extreme Type, Leben, Angriff, Verteidigung plus 60, also wie bei Trunks auch schon. Super Attacke, Lightning of Absolution, causes immense damage to enemy and lower staff. Auch hier die Verteidigung des Gegners wird verringern. Link Skills, Nightmare, Godly Power, Fear and Fate, Fused Fighter, Dismal Future, Big Bad Bosses. Big Bad Bosses und Fear and Fate, ziemlich gute Link Skills für Extreme-Einheiten. Den können wir wiederum wieder Dokkan Awakenen, bedeutet, dann wird das Fusion Zamasu Wrath of the Absolute God und wird ein Dokkan Awaken OR-Typ natürlich. Leader Skill verändert sich auch Extreme Type Key plus 1 und Angriff, Verteidigung und Leben plus 70%. Auch hier ist es wohl wieder so, dass die Verteidigung des Gegners bei der Superattacke noch weiter verringert wird. Sein Passivskill habe ich gerade gar nicht gesagt. Discord of Gods and Men. Angriff plus 120% in der UR-Fassung und minus 10% Angriff für alle Supertypen. Bedeutet, gerade in einem Dokkan-Event, wo ihr gegen eine Super-Einheit kämpft, ist das eine ziemlich gute Support-Einheit. Link-Skills. Nightmare, Godly Power, Fear and Fate, Fuse Fighter, Dismal Future, Big Bad Bosses und Fierce Battle. Da ist eine Dokkan Awaken eine Einheit ist. Also diese zwei Einheiten sind schon mal sehr, sehr gut. Gerade Fuse Zamasu für mich etwas, was ich haben möchte, da ich keine gute kein gutes Tech-Team habe. Und die dritte Karte in diesem Banner. Super Saiyan God, Vegito Blue. Was soll man da großartig sagen? Die habe ich schon mal gezeigt, können wir ganz schnell drüber gehen.
Einer der besten Leader-Skills aktuell, finde ich persönlich, für Rainbow-Teams. Supertypen, Key plus 2 Leben, Angriff, Verteidigung plus 40. Sein Superangriff macht nur Schaden, aber sein Passiv ist natürlich, dass er kontern kann. Blockt nicht ganz so viel wie Vegito oder Super Saiyajin Vegito, aber immer noch genug. Hat supergeile Link-Skills, Super Saiyan Warrior Gods, Prepared for Battle, Power Bestowed by God, Fused Fighter, Over in a Flash, gerade Over in a Flash mit Key plus 3. Kann natürlich auch Dokken Awakened werden, aber ich glaube, das Event ist aktuell nicht da, leider. Bedeutet, ihr könntet ihn jetzt farmen und dann, wenn das Event wiederkommt, die Medaillen farmen. Dort wird sein Leader-Skill auf Key plus 3 geändert, Leben, Angriff, Verteidigung plus 50. Macht Pfeile, kam ja mehr dann als Super und macht auch hier wieder das gleiche als Passiv und bekommt Fierce Battle als Link-Skill dazu. Also, allein diese drei Einheiten, ihr merkt schon, dieser Banner ist ziemlich gut. Mit diesen drei Einheiten würde ich persönlich schon sagen, lohnt es sich definitiv. Aber wir gehen nochmal fix über die anderen. Wir haben dann noch einen weiteren Trunks, Super Trunks Surging Spirit. Eine Stärke-Einheit, SSR. Leader Skill, nicht so wichtig, das sind eher Support-Einheiten. Tech, Int, Stärke, Leben, Unangriff plus 20. Finish Buster macht nur Schaden an seinem Ulti. Sein Leben ist plus, sein Angriff ist plus 50, wenn er mehr als 5 Key hat als Passive Skill. Link Skills, Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan, Vegeta Family, Z Fighters und Soul vs. Soul. Soul vs. Soul weakens Regeneration and Key plus 1 ist ziemlich cool, gerade gegen Fights wie zum Beispiel gegen Buu, wo er die Regeneration hat. Mit dem würde die Regeneration deutlich weniger machen. Den hier könnt ihr mit dem Trunks Event auch Dokken Awakening zu einem Trunks UA. Dann wird sein Leader Skill zu Leben und Angriff plus 30. Finish Buster verändert sich, bekommt ein bisschen Verteidigungsverringerung als Ulti. Seine Passiv verändert sich auf plus 70% Angriff am Anfang der Runde. Golden Warrior als Link Skill, Messenger from the Future, Super Saiyan, Vegeta Family, Prepared for Battle, Soul vs. Soul und Fierce Battle. Eine ziemlich interessante Stärkeeinheit, nicht unbedingt die, die ich sofort nehmen würde, aber nichtsdestotrotz kann man damit glücklich sein. So, Buff Trunks noch einmal physisch, den kennen wir auch schon, der war letztens erst in einem Banner. Buster Cannon als Angriff, Attack plus 25 als Leader Skill und er hat einen coolen Passiv Skill, der Weakened Regeneration grundsätzlich, also einfach als Passiv, das heißt, wenn er mit auf dem Feld ist und Angriff plus 40% am Anfang der Runde. Heißt, er muss der Erste in der Runde sein, damit dieser Passiv reinkickt. Link Skills, Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan, Vegeta Family, Z Fighters, Soul vs. Soul. Ich meine, der ist auch Dokken Awakening, also ist es mit dem Trunks Event, könnt ihr auch hier wieder die Medaillen farmen. Dann gibt es als Leader Skill Angriff plus 40 und sein Super bekommt einen Angriffsbonus auch für alle für die nächsten drei Runden. Wobei, Raises Attack for 3 Turns müsste nur für ihn sein und nicht für die komplette Truppe. Dann haben wir Passive Skill, Duel of Might, Key plus 4 und Angriff 60% am Anfang der Runde und die Regeneration von Gegnern wird wieder verringert. Hier kommt Fierce Battle dazu als Link Skill, auch eine ziemlich gute Support-Einheit, wie ich finde. Kommen wir zu dem nächsten, das ist Super Saiyan Trunks GT. Ich persönlich finde das jetzt nicht so die dolle Einheit. Leader, Agility, Tech, Physik, Angriff und Verteidigung plus 30. Finish Buster als Super-Attacke und er hat ist ein Nuker, Angriff plus 10 für alle Key-Sphären, die er bekommen hat. Bedeutet, es müssen nicht Agility-Sphären sein. Heißt, eine Schadenseinheit, wo ich persönlich die beste, ihr könnt aber gerne unten reinschreiben, wenn ihr es anders seht. Link-Skill, Super Saiyan, Vegeta Family, Golden Warrior, Cold Judgment, GT, Prepared for Battle. Die Link-Skills sind cool. Mit GT und Prepared for Battle habt ihr definitiv plus 4 Key. Zum Beispiel, wenn ihr eine gute, ja, ein gutes GT-Team habt mit einigen mit Prepared for Battle. Aber kein Dokken Awakening. Nächste Karte ist auch wieder Trunks GT, diesmal eine Tech-Karte. Als Leader Skill bekommt ihr 500 Leben pro Key des Charakters zurück. Verstehe ich nicht ganz, aber ist mir auch egal. Finisher Buster ist einfach nur Schaden. Passive Skill, Tech und Strength bekommen plus 2 Key, das heißt eine gute Support-Einheit für ein Rainbow-Team vielleicht. Link Skill, Super Saiyan, Vegeta Family, Saiyan Warrior Race, Cold Judgment und GT. Ja, die Link Skills sind okay, nicht unbedingt die besten. Auch kein Dokken Awakening. Und dann haben wir den Strength Trunks, der war letztens schon in dem Banner, ich meine in dem Vegito Blue Banner. Eine ziemlich gute Support-Einheit, also Leader Skill, auch egal, Attack plus 25, wir würden den ja selten als Leader nutzen. Burning Attack als Super-Attacke und sein Angriff wird für 3 Runden erhöht. Dann haben wir als Passiv, alle Strength-Types haben Angriff und Verteidigung plus 25%, also eine gute Support-Einheit für ein Mono-Strength-Team oder vielleicht sogar für ein Mono-Super-Strength-Team. Link Skills, Golden Warrior, Saiyan Lineage, Super Saiyan, Vegeta Family, Saiyan Warrior Race und Prepared for Battle. Alle die Prepared for Battle sind immer eigentlich ziemlich gute Support-Einheiten, weil sie sich gegenseitig Key geben. Auch er hat leider keinen, wie nennt man das?
keinen Dokken Awakening. Und ich meine, das ist der vorletzte. Das ist nochmal einen End Trunks, und zwar Super Saiyan Trunks Teen End. Dokken Awakening, machbar Leader, Attack, End, Strength, Tape, Leben und Angriff plus 20. Finish besser als Angriff, nur Angriff ganz normal. Er bekommt plus 2 Ki als Passiv, wenn sein Leben über 50% ist. Halt als Links Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan, Vegeta Family und Z-Fighters. Er ist jetzt so okay, finde ich jetzt nicht so dolle mit den Link-Skills. Aber er kann Dokken Awakened werden, auch wieder mit dem gleichen Trunks-Event. Dann wird sein Leader-Skill auf Tech in Stärke Leben und Angriff plus 25. Finde Spaß, da bleibt dasselbe. Und er bekommt plus 2500 Angriff und Ki plus 2, wenn er der Erste in der Runde ist, als Passiv. Link-Skills, Messenger from the Future, Super Saiyan, Vegeta Belly, Family, Prepared for Battle, Golden Warrior und Sharing the Limit. Mit den Dokken Awakening wird die Karte definitiv besser als ein bisschen Support-Einheit. Oder Schadenseinheit für ein In-Team vielleicht, gerade mit Prepared for Battle und Shattering the Limit. Und ich meine, dann haben wir noch den letzten SSR aus dem Banner, das ist der Super Saiyan Trunks Kit. Physische Einheiten bekommen Leben und Verteidigung plus 60 bei ihm. Final Cannon ist sein Super, macht nur Schaden. Als Passiv hat er Angriff plus 70, wenn er eine Super-Attacke macht. Und Link-Skills Golden Warrior, Vegeta Family, Super Saiyan, The Innocence, Budding Warrior und Prepared for Battle. Auch kein Dokken Awakening bei ihm. Und dann haben wir noch einen weiteren, und zwar der Int SR Trunks. Den habe ich jetzt noch nicht mal rausgesucht, weil diese Einheit habe ich schon so oft gezogen. Die lässt sich in Gotenks weiterentwickeln, Dokken Awakening mit dem Gotenks Event. Es gibt einmal die und auch einmal die Goten Karte. Aber ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Ich habe die Gotenks Medaillen für andere Sachen gebraucht. So, das ist der Banner. Solltet ihr in diesem Banner summonen? Ist natürlich die große Frage. Ich persönlich finde, ja. Dieser Banner lohnt sich definitiv allein wegen den ersten drei Einheiten. Der Int Trunks, der Fusion Zamasu und Blue Vegito, falls ihr ihn noch nicht habt, sind sehr, sehr gute Einheiten, die ihr braucht, die sehr, sehr gut in Teams reinpassen, mit dem ihr um die könnt ihr sogar Teams herum bauen. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr ein paar Steine über habt, dann würde ich definitiv hier investieren. Ich glaube, das, was demnächst kommt, dürfte nicht so der Bomben-Banner sein. Und der Super Saiyajin 4 Banner, fragen ja auch sehr viele, wann der kommt. Wann kommt der endlich? Das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja immer nur das, was Bandai Namco uns gibt. Und die Reihenfolge verglichen mit der JP-Reihenfolge hat sich ja ein bisschen geändert für Global. Ich würde aber schätzen, dass der Super Saiyajin 4 Banner ungefähr in den nächsten 4 Wochen kommen wird. Man sagt ja so Juni, Juli, so zum zweijährigen Jubiläum von Dokken in Global auch. Bedeutet, ihr müsstet entscheiden, aber ich glaube, hier könntet ihr definitiv so 1-2 Multisummons mindestens investieren. Wenn ihr mehr Steine habt und Bock drauf habt, macht auch mehr. In diesem Video machen wir jetzt am Ende natürlich gemeinsam ein Multisummon. Ich habe noch gar nicht in diesem Banner gesummoned. Beschwört. Sagen wir es einfach mal so. Und wir können das gerne gemeinsam machen. Ich bin sehr gespannt, ob ich Glück habe. Nein, habe ich nicht, denn wir haben einen Herkules rechts. Also, was soll das passieren? So, wir ziehen einmal zurück. Und ich sage 1, 2 und 3 und loslassen. Diesmal mal ein bisschen andersrum. Wir bleiben Baseform. Bitte gib mir einen Beigeist. Bitte. Nein, kein Beigeist. Das heißt, das wird ein richtig schöner Drecksummon. Wow. Mein ersten Multisummon in dem Banner und ich krieg noch nicht mal irgendwas. Also, Ginyu. Tracksuit Gohan. Piccolo. Buffed Roshi. SRS. Immerhin SRS. Hier haben wir Beerus. Den habe ich sogar auf Super Attacke 10 schon. Den kann man auch Dokken Awakening. Das ist ein Schattendrache, dessen Namen ich nicht kann. Haze Shenron. Oh, und dann haben wir die Bannerkarte. Der Int Trunks, die ich überhaupt nicht brauche. Oh, wir haben sie sogar zweimal. What the fuck? Ernsthaft? Oh Gott, Krillin. Und das ist auch Piccolo. SR. Und das war's, ne? Wow. Das war mal so ein richtiger Scheiß-Summon. Ich habe 108 Scheiß drauf, wir machen noch einen zweiten. So, 100 Steine aus dem Fenster, dann könnt ihr mal sehen. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. 1, 2 Pots, das wird auch wieder nichts. Wir ziehen zurück, ja, zumindest Rainbow Release. Mal gucken, sofort Super Saiyan. Gehen wir Super Saiyan 3 vielleicht? Jawohl! Lange nicht mehr gesehen. Sehr gut. Okay, jetzt könnte das was werden. Ja, okay, gleich die erste Karte, Bannerkarte. Das ist der Strength Trunks, glaube ich. Nicht unbedingt die Karte, die ich haben möchte. Ich möchte Fusion Zamasu und den Int haben. Ich würde auch einen Blue Vegito nehmen, wenn es zum Beispiel darum gehen würde, wie soll ich es nennen, für das Dupe-System. Aber ich kann mich nicht beschweren, jetzt habe ich schon mal eine gute Karte. Der erste Summon war schlecht. Wenn ich jetzt noch einen SSR aus dem Banner bekomme, hat sich das Ganze doch wieder gelohnt. So, Nappa, Cell. Ja, alles nicht so Sachen, die ich brauche. Wow, ich werde mich wahrscheinlich mit diesen Trunks links und rechts totschmeißen können. Das ist Vegeta. Whis Training Suit. Das ist Krillin. Dann haben wir nochmal einen Nappa. Und einen Riku. Bully Riku.
Nochmal ein Piccolo. Und ich glaube, das war's schon fast. Nein, Magenta kriegen wir noch. Oder Magetta. Und das war's. Okay, zuerst haben wir einen aus dem Banner. Das ist aber definitiv nicht der, den ich möchte. Ich glaube, ich werde nochmal so ein extra Summon-Video machen. Das ist der Surging Spirit Super Trunks. Ja, gut. Den behalten wir mal gleich als Favorit, damit ich den nicht verkaufe. Und alles andere wird von mir in den Barbershop investiert. So, das soll es gewesen sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr von so einem Video haltet, wo ich euch ein bisschen den Banner vorstelle. Ob ihr schon ein bisschen mehr Glück in den Banner hattet als ich. Ich werde wahrscheinlich die Events jetzt noch machen und vielleicht 1, 2 Summoning-Videos machen, indem ich tatsächlich Trunks und Fusion Zamasu ein bisschen hunte. Ganz so wild werde ich wahrscheinlich in diesem Banner nicht gehen. Ich denke mal irgendwas so zwischen 200 und maximal 300 Steine. Denn ich will tatsächlich auch ein bisschen aufbewahren für den Super Saiyajin 4. Banner, weil dort werde ich, die beiden Einheiten möchte ich unbedingt haben und ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf Hero-Teams als auf Villain-Teams, das heißt Merch Zamasu ist jetzt nicht so interessant, ein paar der Trunks aus dem Banner wären schon interessant, aber wie gewohnt könnt ihr euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.